Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing zu etwas ganz Besonderem. Kein Videospiel oder Merchandise, sondern zu Pokémon Trading Card Games. Wir haben uns zusammen mit der Pokémon Company mal zusammengesetzt und wollten einfach mal unser Portfolio ein wenig erweitern. Und Pokémon Company kann man ja sowieso nie genug haben. Und wir haben auch mal angefangen mit einem kleinen Unboxing. Wir haben einige Karten zugeschickt bekommen. Die erste Hälfte habe ich ausgepackt und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir schauen uns jetzt hier eine, wie uns unser lieber Chris gesagt hat, eine Pre-Release-Kartenkollektion an. Das sind diese kleinen Boxen, wo Build and Battle draufsteht. Und da hat man einerseits ein Kartenset mit passenden Entwicklungen, mit dem man halt relativ zügig ein eigenes Deck aufbauen kann. So jemand wie ich, der jetzt schon einige Jahre da raus ist und der seine Hochzeit damals noch zur Game Boy Advance Zeit hatte, ist das sicherlich ganz hilfreich, wenn ich mir allein die KP anschaue. Ja, davon haben wir jetzt einige, die wir uns anschauen. Welche Karten, die ich nicht ausgepackt habe, das sind die großen Bundles mit Raikou und Entei. Die habe ich erstmal links liegen gelassen. Wenn ihr wollt, können wir die aber auch noch in einem separaten Video auspacken. Ja, auf jeden Fall. Ihr seht, dass ich die Karten schon mal geöffnet habe, aber ich habe jeweils nur die oberste gesehen, weil ich unten den Code für das Trading Card Online rausgenommen habe, damit nicht irgendein Spezi hier auf die Idee kommt, die einzulösen. Und ja, ansonsten waren mir die Karten aber zu dem Zeitpunkt noch unbekannt. Wie ihr vielleicht hört, ich nehme das nachträglich auf, weil mein iPhone, mit dem ich das aufnehme, da ist die Tonqualität leider nicht so gut. Ja, ich habe hier unten auch noch seht ihr ja mit Celebi einige Booster Packs, die habe ich auch noch nicht ausgepackt. Ich habe mich bisher nur auf diese Pre-Release Builds konzentriert. Aber die können wir, wie gesagt, auch mal auspacken. Was mich interessieren würde, spielt ihr das Pokémon Sammelkartenspiel? So die Regeln haben sich ja im Laufe der Jahrzehnte doch schon ein bisschen verändert. Und ich persönlich war ein großer Fan der Artworks, weil die Künstler, die da zum Teil hinterstehen, die, zum Beispiel die Urlauberin, die leisten schon ganze Arbeit. Selbst gespielt habe ich auch, aber das ist schon ein bisschen her. Die Pokémon Sonne und Mond Echo des Donners, so heißt diese aktuelle Erweiterung, die am 2.11., wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, rausgekommen ist, da wird auch das neueste mysteriöse Pokémon der siebten Generation enthüllt, beziehungsweise das erste Mal gezeigt, aber auch die neuen Ultra-Bestien aus Ultra-Sonne und Ultra-Mond werden das erste Mal gezeigt. Hier haben wir auch schon endlich die erste GX-Karte. GXer sind besonders starke Pokémon, die auch glänzen. Und hier will die Kamera nicht richtig einstellen. So, Dschungelheilung GX. Das ist, Spoiler, auch die einzige GX-Karte, die ich bisher gefunden habe.
So, ich wollte da jetzt auch gerade die Karten wieder schön in die Verpackung stecken. Leider musste ich niesen, das habt ihr nicht gehört. Alle Karten auf den Fußboden gefallen. Jetzt kann ich sie ja leider nicht mehr so schön zurücktun, wie ich es jetzt vorher gemacht habe. Darum hört ihr jetzt, würdet ihr jetzt, wenn ich jetzt den Ton noch angehabt hätte auf meine Sache, jetzt erstmal ein lautes Fluch gehört. Aber das haben wir einfach mal erspart. Und stattdessen warten wir jetzt darauf, dass der Nils der Vergangenheit mal anfängt, da aufzugeben und zu sagen, okay, gut, die Karten kriegst du nie wieder richtig sortiert. Und dann holen wir uns erstmal das zweite Pre-Release-Pack. Auch da geht es gleich mit einem Highlight los, mit Giratina. Ist eines meiner persönlichen Lieblings-Pokémon, daher auch meine bisherige Lieblingskarte aus dem Set. Lilly ist aber auch natürlich klasse. Also hier in dem zweiten Pack waren einige Karten dabei, die mir besonders gut gefallen haben. Darunter auch eine der Karten, die wir exklusiv vor Erscheinen des neuen Sets vorstellen konnten. Die sollte auch gleich mal kommen, nachdem wir jetzt hier das Standard-Bundle erstmal mit den Pre-Release-Karten haben. Die Urlauberin, die läuft uns öfters über den Weg. Expedition ins Unterirdische. Jetzt kommen wir hier zu den neuen Ultra-Bestien, Vinicro und Agoyung, glaube ich. Ich habe es noch nie laut gesagt, jetzt fällt es mir gerade auf, so müsste es heißen. Ja. Und jetzt wieder so ein Trading Card Online-Code. In jedem Booster-Pack liegt so ein Download-Code mit dabei, mit dem ihr Karten erhalten könnt in dem Pokémon Trading Card Online Game, das es für den PC und fürs iPad gibt. Da könnt ihr dann auch online gegen andere Spieler antreten. Das ist im Großen und Ganzen, soweit ich weiß, free to play, aber mit, wenn man sich selbst Karten kauft, kann man so auch sich noch neue Karten so selbst dazu beschaffen. Das ist eigentlich ganz nett. Das erinnert mich ein bisschen an die Card-Reader-Zeit. Das ist die Kontergewinnkarte. Die haben wir euch bereits vorab dank der Pokémon Company vorstellen können. Zurück zu den E-Reader. Zur dritten Generation gab es nämlich in Japan und Amerika Karten, die ihr dort in euren Game Boy Advance Card E-Reader reinschieben konntet und konntet damit Minispiele freischalten. Das gab es in Europa leider nicht, aber dafür können wir jetzt innerhalb dieser Codes, die dabei liegen, trotzdem mit den Karten online spielen. Und das ist eigentlich eine ganz nette Neuerung. Das gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren. Gerade einige meiner Kollegen, wie unser zweiter Daniel und unser Chris, die sind da aktiv dabei, das zu spielen. Und ich auch, aber ich bin leider nicht so gut, wie ich damals im Game Boy Color Spiel war. Aber ja, der Nirgendwo-Mixer. Ich muss aber sagen, ich bin echt doch beeindruckt. Die Motive sind auch genauso schön, wie ich die mir in Erinnerung hatte. Oh, hier haben wir ein Prisma-Pokémon, das ist Ditto. Auch eine schön glänzende Karte. Und eine, die auch beworben wird, soweit ich das weiß. Passend zu der Serie, das ist also eine der sehr seltenen Karten. Und die ist jetzt in meinem Besitz, im Besitz von Entower. Und hier ist ein Code, da könnt ihr gerne versuchen, den einzulösen. Der sollte aber schon benutzt sein, glaube ich. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt Glück und habt ihr einen Gratis-Code. Irgendwie einfach mal rumlag. Also, bitteschön. Koplosio. Wieder eine glänzende Tukanon-Karte. Ich habe die glänzenden Karten sind natürlich immer am schönsten, auch wenn sie natürlich am seltensten vorkommen, aber ja. Und da schon wieder die Urlauberin, die werden wir nicht mehr los.
So, das war erstmal jetzt hier unser erster Teil des Unboxings. Jetzt seid ihr gefragt, wollt ihr auch die anderen Booster Packs und die großen Pakete gerne mal sehen, was für Kartenmotive da drin sind? Dann schreibt uns das in den Kommentaren. Gebt uns, könnt gerne noch weitere Ideen schreiben, was ihr gerne von uns bezüglich des Pokémon Trading Card Games sehen wollt. Und wir versuchen das dann auch zu berücksichtigen. Und ja, wir freuen uns, euch auch mal was Neues hier auf Endtower bieten zu können. Und zu Pokémon kann man sowieso nie genug zeigen. Aber mein Name war Nils, das war Endtower TV und wir sehen uns dann bei einem neuen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.